Friends. Ja, bin wieder ein bisschen unterwegs in meiner Gegend zu Hause. Sind hier in Kanuntum bei den Ausgrabungen. Werde mich hier ein bisschen zur Donau durchschlagen, um ein bisschen zu chillen. Das Wetter ist ja ein Wahnsinn. 1. Mai und 25 Grad. Das ist ein paar Hochsommertemperaturen. Na, wie gesagt, werde mich ein bisschen zur Donau durchschlagen. Möchte hier vorne noch was suchen. Da habe ich noch eine Höhle eingezeichnet gesehen auf einer Karte. Dürfte eine alte Wasserleitung auch sein. Da möchte ich auch noch kurz vorbeischauen. Das liegt fast am Weg. Und dann ab durch den Wald zur Donau. Ich hoffe, ihr begleitet mich. Bis dann, Freunde. Hier auch noch ein paar Ausgrabungen. Kanuntum ist relativ gut besucht wegen den Ausgrabungen, aber hier unten ist eher selten mehr. Daher bin ich hier ziemlich allein. Das ist auch gut so. Tja, und dahin wollen wir. Römische Wasserleitung oder Höhle. Schauen wir mal. Kastanienbäume in voller Blüte. Wunderschön anzusehen. Ein Muschelweg. Ja, Freunde, die Sonne knallt hier unweigerlich her, erbarmungslos. Der Thermometer zeigt über 30 Grad an. Ja, hier ist auch nicht viel Schatten. Jetzt ein kleiner Baum, aber sonst. Aber wir sind gleich da. Ich schätze, da vorne, wo ihr das Grüne seht, sollte die Höhle sein. Wir sind gleich da. Schotterwerk und der muss dahinter liegen, die Höhle. Ja, leider ist da keine Höhle. Also ich habe hier keinen Eingang gefunden. Leider.
kann natürlich auch sein, dass das zugewachsen ist. Aber umsonst ist hier nicht dieser Erdhaufen. Naja, kommen wir im Herbst wieder, wenn das alles weg ist. Das könnten wieder Löcher von den Bienenfressern sein, die aber nicht da sind. Hier habe ich noch Saurampfer entdeckt, so sagen wir zu denen. Die kenne ich aus der Kindheit. Die kann man essen. Die sind nämlich sauer. Darum heißt es Saurampfer. Ich denke, ich werde mich hier ein bisschen durchs Unterholz kämpfen. Dann bin ich schneller unten und brauche nicht zu weit retour gehen. Gut. Dazu werde ich aber jetzt sicherheitshalber mal die Kamera abschalten bis da unten. Wie man erkennen kann, habe ich mich nicht am Hintern, sondern seitlich wie beim Skifahren bisher mal durchgekämpft. Und hier ist es ja schon wesentlich besser. Tja, hier sind doch etliche Höhenmeter zu überwinden. So, ich dürfte es nun doch geschafft haben, hier anzukommen. Da ist der Weg. Ich glaube, ich befinde mich auf einer Biberrutsche. Tolle Buschkraftgegend, vom Feinsten. Trotz aller Schönheit hier sollte man die Donau nicht unterschätzen, wie schnell das hier geht und der Steg hier mindestens bis zu den Knien unter Wasser steht. So, Dalle. Jetzt suchen wir uns noch eine schöne Stelle mit einer Insel. Da werden wir sicher was finden. Na ja, da sieht es doch schon mal gut aus. Thank you.
hatte auch dabei meine kleine Wikinger-Axt. Ja, bin ich doch recht zufrieden. Sitze an der Donau. Ein Käfchen. Hinter mir brennt noch das Lagerfeuer fertig. Das werden wir dann natürlich löschen. Aha. Schauen wir, ob ich den erwische. Ein schöner Reiher. Ja, haben wir doch nicht drauf gekommen, so besonders, aber ja. Hol's der Geier. Herrliches Tagerl. Wer das nicht ausnützt, ist selber schuld. Der ist leer. Der Maraxa so weit aus dem Wasser. So. Gehen wir wieder. Natürlich alles aufgeräumt, wie sich's gehört. Und machen uns auf den Nachhauseweg. So, Freunde, wir sind wieder bei den Ausgrabungen angekommen. Jetzt noch ein paar hundert Meter und ich bin wieder beim Auto. Gut, werde mich schon jetzt verabschieden von euch. Hat mich gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Und auf ein nächstes Mal. Ciao, Freunde.